dabei seid. Heute habe ich ein Favoritenvideo für euch. Und zwar möchte ich euch die Schätzchen zeigen, die ich wirklich in den letzten Wochen verwendet habe, tagtäglich. Es waren natürlich noch mehr Produkte dabei, aber ich werde euch nur einen kleinen Teil davon zeigen. Und ich würde sagen, wenn es euch interessiert, was es denn so ist, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und los geht's. Und zwar starten wir mit einer Bodylotion, die ich wirklich seit Dezember tagtäglich verwende. Eigentlich müsste sie fast schon in ein aufgebrauchtes Video. Ich habe nämlich nur noch ein ganz kleines bisschen drinnen. Wollte es euch aber unbedingt zeigen und ans Herz legen, weil ich die über alles liebe. Und zwar ist sie von Dove. Sie nennt sich Derma Spa. Intensiv verwöhnend. Und diese Bodylotion, ich kann es euch sagen, wenn ihr mal bei DM seid, bitte schnuppert mal dran. Oh mein Gott, dieser Duft, der ist einfach unglaublich. Ich bin absolut begeistert und ich liebe die. Es ist so, dass es für mich sehr anstrengend ist, wenn ich irgendwas habe, mich damit eincreme und ewig lang dastehen müsste, bevor ich mich anziehen kann. Und das ist hier bei dieser hier überhaupt nicht. Die zieht super schnell ein, meine Haut ist ganz geschmeidig und oh mein Gott, ich muss dann bald wieder zu DM und sie kaufen. Also wirklich, falls ihr mal bei DM seid, schaut sie euch an. Falls ihr noch auf der Suche seid nach einer Bodylotion, die wirklich sehr, sehr pflegend auch ist, dann kann ich euch diese hier nur ans Herz legen. Als nächstes habe ich ein Produkt, von dem ich euch schon erzählt habe. Und zwar habe ich euch im Dezember eine kleine Review dazu gemacht. Das Video, das kann ich euch sehr, sehr gerne mal unten in der Infobox verlinken. Und zwar spreche ich gerade von dieser Creme hier. Sie ist von Olas Total Effects 7-in-1. Und ja, mir ist ein kleiner Fehler passiert bei meinem letzten Video. Und zwar habe ich es gekennzeichnet mit Max Factor. Also bei mir ist es ja immer so, wenn ich was zugeschickt bekomme, sage ich es euch, beziehungsweise blende es oben ein. Und da ist mir, wie gesagt, ein kleiner Fehler passiert. Ich habe Max Factor eingeblendet und das ist natürlich nicht von Max Factor, das ist von Olas. Dafür möchte ich mich natürlich entschuldigen und ja, wollte das damit nochmal klarstellen. Ich durfte euch zwei Produkte verlosen und hoffe, dass die jetzt dann auch angekommen sind. Das Produkt wollte ich euch dennoch nochmal zeigen, weil ich es wirklich tagtäglich verwende. Einfach als Make-up-Base, als feuchtigkeitsspendende Tagespflege sozusagen. Ich mag das total. Falls ihr da noch auf der Suche seid, dann schaut euch das Produkt mal an. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Als nächstes habe ich ein ganz, ganz tolles Schätzchen, das mir auch wirklich sehr am Herzen liegt. Und zwar ist es dieses Accessoire hier. Es ist ein Armband, das man sich mehrfach um das Handgelenk wickeln kann. Es ist mir leider ein kleines Stückchen zu groß, aber das macht gar nichts. Ich finde nämlich, wenn man das so auf dem Pulli trägt, sieht es auch nochmal richtig schön aus. Es hat Nieten und kleine Steinchen und dieses wunderschöne Armband hier ist aus einem Online-Shop, den die liebe Mayra eröffnet hat, meine Freundin Mayra. Und diesen Online-Shop, den möchte ich euch unbedingt ans Herz legen, weil sie wirklich von Herzen arbeitet. Sie steckt da ihre ganze Kraft rein, jede freie Minute investiert sie, weil sie einfach möchte, dass es perfekt ist. Und ich kann euch sagen, dass als der Online-Shop eröffnet hat, er perfekt war und ich jeden Tag da bin und mir irgendwelche Sachen aussuche. Gestern habe ich mir auch wieder was bestellt, das zeige ich euch dann immer im nächsten Fashion Haul. Also schaut auf jeden Fall sehr, sehr gerne mal bei meiner Freundin vorbei. Sie macht es wirklich von Herzen. Die Preise sind total moderat. Das sind keine Wucherpreise, so wie ich sie schon teilweise in anderen deutschen Online-Shops gesehen habe. Es wird von Herzen verpackt. Ja, sie steckt da einfach enorm viel Kraft rein und das muss einfach belohnt werden. Als nächstes habe ich ein Schätzchen, von dem ich euch schon berichtet habe. Aber auch heute in diesem Video muss es noch vorkommen. Und zwar spreche ich von meiner Daniel Wellington, die ich tatsächlich seit Wochen nur noch trage, also ausschließlich. Sie nachts teilweise gar nicht mehr abmache, weil sie mich beim Schlafen auch überhaupt nicht stört. Sie ist nämlich total flach und im Gegensatz zu den anderen Uhren, die ich habe, ja, die sehr grob sind oder mich einfach total stören, natürlich in der Nacht, wenn ich schlafe, ist es bei der hier überhaupt nicht der Fall. Aber ich möchte euch heute nochmal zeigen, weil ich mich bedanken möchte. Ich hatte nämlich einen Gutscheincode für euch an Weihnachten und ich habe ganz, ganz viele E-Mails bekommen. Ihr habt euch bei mir bedankt, ihr habt zusammen mit mir meinen Code quasi abgefeiert und habt euch gefreut, dass ihr durch diesen Gutscheincode eben Geld gespart habt. Ja, fand ich absolut grandios, dass ihr euch so gefreut habt. Da freue ich mich natürlich mit.
Und ja, bald ist Valentinstag. Vielleicht habt ihr Lust, auf der Seite von Daniel Wellington nochmal vorbeizuschauen. Sie haben wirklich ganz, ganz tolle verschiedene Uhren mit Steinchen besetzt und so weiter. Und ja, deshalb musste meine absolute Lieblingsuhr nochmal im Video vorkommen. Und zu guter Letzt kommen wir zu meinem Lieblingsschätzchen. Ich habe dieses kleine Gerätchen hier jetzt schon seit 2 Monaten in Verwendung, tagtäglich 2 Minuten. Und ich habe mir gedacht, heute ist genau der richtige Zeitpunkt, um darüber zu berichten. Ich mache euch eine kleine Review drüber, kann euch quasi sagen, ob das Gerät mir was gebracht hat oder nicht. Und ja, von was spreche ich eigentlich gerade? Und zwar spreche ich von der Luna. Es ist eine Gesichtsreinigungsbürste mit Anti-Aging-Gerät in einem sozusagen von der Firma Foreo. Ihr habt die Möglichkeit, das quasi auf euren Hauttyp abzustimmen. Ihr habt auf der Internetseite die Möglichkeit, Fragen zu beantworten und dann seht ihr, welches Gerät für euch passend wäre. Es gibt quasi verschiedene Farben dazu. Ich habe mich für diese hier entschieden und zwar für sensible bis normale Haut. Tut meiner Haut unglaublich gut und ich kann euch sagen, dass ich wirklich schon einen Unterschied gemerkt habe. Es ist so, dass das Gerät an sich erstmal das Gesicht reinigt und zwar porentief. Das heißt, es nimmt uns das ganze Make-up runter, die ganzen Umwelteinflüsse, ja, die die Haut so speichert, werden wirklich porentief gereinigt. Und zwar durch diese kleinen Silikonnoppen hier. Und dann habt ihr natürlich noch den Effekt mit dabei, dass die abgestorbenen Hautschüppchen einfach mit abgenommen werden. Was mir an der Gesichtsreinigungsbürste super gut gefällt, ist, dass sie wasserdicht ist. Das heißt, wir können sie mit unter die Dusche nehmen und mit in die Badewanne. Sie darf nass werden. Sie hat hier hinten zwar das Aufladegerätchen, also quasi den Stecker, wo man es aufladen kann, aber das macht gar nichts, wenn es nass wird. Und das war bisher bei meinen anderen Reinigungsbürsten so, dass man da eben aufpassen musste, dann immer diese Aufsätze kaufen musste und das natürlich auch ins Geld geht und auch nicht so hygienisch ist. Denn bei diesen Silikonborsten hier ist es so, dass sie wirklich absolut hygienisch sind, weil wir können sie eben gut reinigen und sie werden auch nicht porös. Genau, und dieses Bürstchen hier wollte ich euch eben heute in meinem Video zeigen, denn es ist bald Valentinstag. Ich weiß, sie kostet 169 Euro, aber dieses Geld hier ist wirklich gut investiert. Es ist nämlich auch so, dass wir einen Anti-Aging-Effekt noch erzielen können, und zwar mit der Rückseite. Es ist so, dass ich da auch leicht auf die Stellen gehe, die quasi anfällig für Fältchen und Linien sind. Leider, wir können dem Ganzen vorbeugen, beziehungsweise wir können das Ganze dann behandeln, damit die eben sichtbar zurückgehen. Genau, wir haben dazu auch noch 2 Produkte, die man zum Reinigen verwendet. Und zwar habe ich hier zum einen das für den Tag. Und bei der hier ist es so, dass sie eben die Haut morgens belebt, sie schützt sie und sorgt für einen strahlenden Teint. Und bei der hier für die Nacht ist es so, dass die Haut quasi auf die Nacht vorbereitet wird, Verunreinigungen und Schmutz werden entfernt und die Haut wird entgiftet. Wenn ihr euer Gesicht gereinigt habt, ist es eben schön, dass die Produkte, die darauffolgenden Produkte, die wir verwenden, die pflegenden Produkte, besser von der Haut aufgenommen werden. Wie zum Beispiel, wenn ihr danach ein Serum auftragt, wird es eben ganz anders von der Haut aufgenommen. Was mir eben gut gefällt, dass wir hier ein 2-in-1-Produkt sozusagen haben, das Anti-Aging hier hinten, das Gerätchen, mag ich super gerne. Das hat eben leichte pulsierende Bewegungen sozusagen. Man hält es dann eben auf die faltenauffälligen Gesichtspartien und dadurch wird das Ganze reduziert. Ihr könnt dann eben auch im Anschluss eure Pflege damit schön einmassieren. Das heißt, wenn ihr euch das leicht draufhaltet, dann wird es so richtig schön eingearbeitet und das Gerätchen hier, das ist so intelligent, dass es dann auch sagt, wann es dann mal reicht. Also das stoppt dann sozusagen. Ich mache so, dass ich immer erst die eine Gesichtspartie mache sozusagen, mir reinige und dann ja, stoppt es und sagt, okay, jetzt kann ich die nächste Seite machen und dann fange ich eben mit der Seite an und dann eben hier oben. Also es ist auch sehr, sehr handlich. Es ist federleicht, ideal, wenn ihr auf Reisen seid und ja, ich liebe das Gerät über alles und deswegen musste ich es euch heute zeigen. Wie gesagt, 169 Euro ist eine Stange Geld, aber das Geld ist gut investiert. Wie gesagt, ihr müsst keine Bürstchen nachkaufen, was natürlich auch sehr, sehr praktisch ist und natürlich auch ins Geld geht, wenn man sich die immer nachkauft.
Noch dazu kommt, dass ihr natürlich eine 2-Jahres-Garantie habt und eine 10-jährige Hersteller-Qualitätsgarantie. Und das finde ich schon echt ein Wort. Also wenn da irgendwas mal dran ist, könnt ihr euch auf jeden Fall an die Firma Foreo wenden und ja, dann wird da bestimmt nach einer Lösung gesucht. Falls ihr euch dafür interessiert, ich verlinke euch das unten in der Infobox. Keine Sorge, ich verdiene da kein Geld damit. Falls ihr drauf geht auf den Link, ist es nur ein gut gemeinter Rat, genauso wie mit meiner Daniel Wellington. Also wenn ihr die bestellt, da werde ich nicht am Verkauf beteiligt. Schade, schade. So, meine Lieben, das war es soweit vor meinem Video. Ich hoffe, es war ein kleiner Tipp für euch dabei. Ja, ihr könnt mir sehr, sehr gerne euer Feedback dalassen in Form von einem Kommentar. Da freue ich mich natürlich riesig. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!